Hey, grüß euch meine Lieben, diesmal geht es um den 124er, um genauer zu sein, ums Getriebe. Das hat nämlich Probleme, das schaltet nicht schön. Ich habe schon ein paar Vermutungen, was es sein könnte. Entweder das Öl ist alt, der Filter ist alt oder ist es zu wenig oder zu viel Öl drinne. Das werde ich jetzt also einmal prüfen, dann werde ich das Öl tauschen, so oder so, den Filter auch. Das werdet ihr jetzt sehen, seid gespannt, jetzt geht's los, let's go. Ich habe den Wagen gerade warm gefahren. Das ist notwendig, um den Ölstand kontrollieren zu können. Wir gucken jetzt einfach mal hier, wie der Ölstand ist. Ich werde den Peiltstab jetzt einfach mal ziehen. Hier ist oft so eine Sicherung noch dran. Die ist hier schon weg. Dann kann man den so rausziehen. Ich mache es einmal trocken. So. Steck es noch einmal rein. Und dann gucken wir einfach mal. Oh ja, das Öl, könnt ihr das sehen? Moment, ich versuche es euch zu zeigen. Hier zwischen muss sich das Öl befinden, der Ölstab, der Ölstand. Hier zwischen muss sich der Ölstand befinden, er ist aber bis hier oben hin. Das ist viel zu viel Öl. Mercedes Automatikgetriebe reagieren sehr empfindlich auf Überfüllung. Lieber weniger reinmachen als zu viel. Eigentlich die richtige Menge. Mercedes Automatikgetriebe kann mit einer geringeren Ölmenge besser umgehen als mit zu viel Öl. Von daher muss das Öl auf jeden Fall abgelassen werden und wieder der richtige Füllstand aufgefüllt werden. Das Öl sieht jetzt nicht sonderlich dreckig aus, ist egal. Tauschen wir trotzdem gegen dieses Liqui-Moly hier. ATF3, Dextron 3 mit der Mercedes-Freigabe. Na, wo steht sie? Hier steht sie. MB236.1. Das ist die richtige Freigabe für den 124er. Als Filter verwende ich hier diesen Malefilter. Ja, mit Gummidichtung ganz normal. Ich habe mir neue Schrauben geholt für Wandler und für Getriebe. Mit Dichtung werde ich auch austauschen. Ja. Ansonsten fangen wir mal an. Ich habe mir jetzt hier so LED-Flutlichter dran gemacht mit Magneten, mit ganz normalen Steckdosen, 5 Meter Kabel, damit man die auch woanders anwenden kann. Aber hier mit Lichtschalter. Ich wollte einfach einen normalen Lichtschalter da dran haben. Ja, genau, deshalb habe ich das jetzt so gemacht. Hier ist das Getriebe. Ich zeige euch das mal schnell. Hier ist das Getriebe, das Automatikgetriebe. Ne? So. Und wenn ihr euch das mal anguckt, ist es hier einfach nur mit ein paar Schrauben, 13er Schrauben, gesichert. Die Ölwanne, hier unten ist die Ablassschraube. Die kann man so drehen. Man kann aber auch einfach nur die Ölwanne lösen und die dann vorsichtig ablassen und überschwappen lassen. Hier ist relativ viel Öl drin. Deshalb lasse ich das über die Ablassschraube ab. Ich habe jetzt noch ein klitzekleines Problem. Das kann auf jeden Fall auftreten. Wenn man Glück hat, dann tritt es nicht auf, aber meistens tritt es auf. Und zwar hier beim Wandler. Da ist auch Öl drin, das will ich ja auch ablassen. Und da kann man hier dann durch dieses Fenster die Schraube rausdrehen und das Öl ablassen. Dazu muss aber hier die Schraube sein. Jetzt muss ich den Wandler so lange drehen, bis die Schraube hier hinkommt. Und das mache ich über die Kurbelwelle hier vorne. Da an der Schraube ist ein 27er Nuss. Daran muss ich drehen und dann nehme ich mir hier die weit offen stehende Seite von dem Viskolüfter. Oh, pardon, vom Viskolüfter, damit ich mit der Ratsche auch drankomme. Und dann drehe ich einmal so im Uhrzeigersinn von vorne aus gesehen. Genau die Drehrichtung. Dann dreht man so lange hier an der Kurbelwelle in Drehrichtung, bis hier hinten die Ablassschraube kommt. Das sehen wir jetzt gleich. Boah, ist auf jeden Fall ordentlich anstrengend. Schön gegen die Motorkompression andrehen. Na, komm her. Gleich sind wir da. Komm, ah, da ist er. Da, zack. Da haben wir jetzt die Schraube und die muss rausgeschraubt werden, um den Wandler auch leer laufen zu lassen. Damit auch aus dem Wandler das Öl austreten kann. Mit dem Imbus
Boah, das ist richtig schwer zu lösen, ne? Ich nehme dafür einen Stechbeitel. Man kann auch einen Schlitzschraubendreher, einen Körner und so nehmen. Setz ihn hier außen an die Kante an und schlag dagegen. Ja, das funktioniert bisher nicht. Meine Güte, ey, wie fest ist diese Schraube? Ich glaube, die wurde noch nie gelöst. Vielleicht wurde das Getriebeöl auch noch nie getauscht. Das sieht echt ein bisschen verrostet aus da oben. Wahnsinn. Wir haben jetzt den Fall, dass absolut nichts geht. Ich kriege die Schraube nicht gelöst. Und ich werde jetzt einmal einfach die Wanne lösen und vorsichtig nach hinten ablassen und darüber das Öl absondern und dann irgendwie versuchen, die Schraube später noch rauszubekommen. Einfach jetzt so laufen lassen, das Getriebeöl. Und gleich, wenn es aufhört zu laufen, dann mache ich die Wanne ein bisschen mehr ab. Und dann nehme ich die ab, final. Oh ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, da kommt das Getriebeöl. Wunderbar. Schöne Sauerei. Ui. Ohne Sauerei. Die Wanne samt Öl abzulassen. Na? Oh. Da kommt's. Wunderbar. Wunderbar. So, jetzt habe ich es endlich. Geil. Jetzt würde jeder mit Bremsenreiniger dran gehen, darf man aber nicht, weil Bremsenreiniger hinterlässt so ein paar Salze. Und deshalb gehe ich einfach mit Silikonentferner dran. Ist jetzt nicht das Optimalste, es gibt extra Getriebereiniger. Aber ich verwende jetzt hier Silikonentferner. Sollte es auch tun. Vielleicht ist die Wandlerschraube leichter zu lösen. Ich vermute es mal stark, weil die nicht so korrosionsanfällig ist. Boah, hey, Wahnsinn. Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Muss ich sogar verlängern, den Imbus. Wow. Alter, wer hat die angezogen? Meine Güte, sind die fest. Das ist der Knaller. Die sind so brutal fest. Ich habe jetzt hier den übelsten Hebel gehabt. Habe das Ding fast durchgebogen hier. Und trotzdem hat sich nichts getan. Wahnsinn. Wow. Alter. Wow. Alter. Warum ist das so fest? Warum ist der Wandler so fest? Wer hat diese Schrauben angezogen? Ich krieg die nicht ab. Ich lutsch die gleich aus. Wenn ich... Boah, Alter. Wahnsinn. Wer war das denn? Wer zieht die so fest? Das ist unmöglich. Das Ding kriegst du nicht lose. Kaum zu glauben, aber ich habe es wirklich aufbekommen. Mit der kleinen Ratsche hier und mit dem Hammer dagegen geschlagen, wie so eine Art Schlagschrauber. Ich habe gerade noch einen langen Imbusschlüssel genommen, den habe ich komplett verbogen. Der ist mir fast gebrochen. Ging nicht auf, ne? Also, ich weiß nicht, wer das hier festgeschraubt hat, aber das war jemand, der gar kein Gefühl hatte und keinen Drehmomentschlüssel. Jetzt habe ich es Gott sei Dank ab. Da kommt's. Im Wandler ist ja scheinbar echt einiges an Öl. Und gut, dass es jetzt rauskommt. Wahnsinn. Hätte ich das nicht abgelassen, dann hätte ich ein Problem gehabt.
Ich war echt gerade am Überlegen, ob ich den Wandler nicht ablasse, aber ihr seht ja, was da für eine Menge rauskommt. Ne, hier. Noch immer. Zeig's euch mal von da. Ne? Wahnsinn, oder? Da kommt richtig Öl raus. Aus dem Wandler. Licht, die schöne Brühe hier. Wow, das war einiges an Öl, ne? Da haben wir es, den Wandler, der ist jetzt auch leer. Den Filter baue ich jetzt noch schnell ab. Mit zwei Kreuzschrauben, drei Kreuzschrauben ist er gesichert. Easy peasy, ist schnell ab. Ja, und der ist super leicht. Der ist natürlich super einfach festgeschraubt. Der war weniger als handfest. Das ist also absoluter Witz, wer hier dran geschraubt hat. Das sind ja M5-Schrauben in Aluminium. Die sollten schon ein paar Newtonmeter bekommen. So drei. Bis, nee, was ist das doch? M6 ist das sogar. Oder M5, ich weiß es nicht, ich sehe gerade gar nichts mehr. Aber 5 Newtonmeter, 4 Newtonmeter sollte das eigentlich schon abkühlen. Und da waren nicht mal 1 Newtonmeter drauf. Dann lassen wir nochmal den Ölfilter hier leer laufen. Da kommt auch ein bisschen was drauf. Ne? Was ich hier sehe ist, dass hier Metallspäne drin sind. Ganz schön dicke Dinge. Ich kann euch jetzt hier mal wunderbar demonstrieren, was hier an der Ölwanne und am Ölfilter so dran ist. Wenn ihr hier mal ganz genau dran schaut, guckt mal hier. Ja, dann sieht man, das sind Späne. Das sind Metallspäne. Ich weiß halt echt nicht, wann das letzte Mal Getriebeölwechsel gemacht wurde. Und deshalb sind halt so grobe Späne auch mal vorhanden. Das ist halt normaler Verschleiß, ne? Nach einer gewissen Zeit, aber ich weiß nicht, wie lange kein Öl mehr gekommen ist. So sieht's aus. Und in der Ölwanne haben wir eigentlich genau das Gleiche. Da haben wir auch hier richtig dicke. In der Ölwanne haben wir auch so richtig schön dicke Metallspäne. Es sind nicht so viele seltsichen Grenzen. Deshalb einmal sauber machen, neue Dichtung drauf und dann neuen Ölfilter rein. Ich habe jetzt doch noch hier die Öleinfüllschraube losbekommen mit der gleichen Methode. Wieder mit meiner kleinen Ratsche richtig ordentlich reingezimmert und dann war das Ding lose. Zum Glück. Das Ding sieht auf jeden Fall gut zernudelt aus. Moment, ich zeig's euch mal. So sieht's aus. Sehr, sehr kaputt. Der Dichtring war absolut platt gedrückt. Viel zu fest gezogen. Das gleiche auch bei der Wandlerschraube. Und dafür habe ich jetzt natürlich neue Schrauben mit neuen Dichtungen. Beim Wandler werde ich die alte Schraube verwenden, aber eine neue Dichtung, also einen neuen Dichtring. Hier einmal bei der Ölwanne aus Kupfer. Und bei dem Wandler einen aus Aluminium. Und die werden nur mit 6 Newtonmeter angezogen. 6 Newtonmeter, das kann man fast mit der bloßen Hand wieder lösen. Ja. Also, einmal 6 Newtonmeter rein. Und dann ist das Ding dicht. Und nicht so wie vorher, das waren locker 40 Newtonmeter oder was. Ja? Also man hat es fast nicht gelöst bekommen. 6 Newtonmeter aufsetzen und nochmal. Fest. That's it. Mega wenig Drehmoment, Anzugsdrehmoment und ist trotzdem dicht. Jetzt machen wir auch noch ruckizucki die frische Ölwandendichtung drauf. Die ist sauber, die Dichtfläche auch. Gucken, es ist wirklich nichts drin. Es ist kein Bremsenreiniger zuletzt drin gewesen.
Von daher alles tutti. Alles gut. So, hier die Häkchen. Da einmal einhaken. Und gut ist, hoffentlich hält das. Jetzt geht's schnell mit der Ölwanne hier unter das Auto. Ich schraube die Schraube in den Wandler rein, Ölfilter rein, den frischen. Dann wird alles festgezogen mit vorgeschriebenem Drehmoment. Und dann können wir Öl befüllen. Das Schräubchen, das ist die alte, aber mit einem neuen Dichtring. Ja, könnt ihr sehen. Ah, Gesicht weg, dann habt ihr auch einen Fokus da drauf. Die kommt jetzt in den Wandler rein, wegen solcher Arbeiten, die da durchgeführt wurden. Das sind meistens richtige Werkstätten, die das so machen. Und für die gibt man Geld aus. Deshalb mache ich alles selber, weil ich keinen Bock habe, Geld für Fusch auszugeben, dass nachher alles kaputt ist. Seht ihr, wie leicht das ist? 6 Newtonmeter. Das ist gar nichts. Das ist nichts. Die alten Dichtungen weg. Zack, zack, zack. Alte Dichtungen, Korkdichtungen, weg damit. Ansonsten, Anzugsdrehmoment davon ist mir gerade nicht bekannt. Müssten Pi mal Daumen auch 6 oder 5 Newtonmeter sein. Kann man auch einfach hier mit der Hand festziehen. Also es war vorher loser als so, wie wenn ich es hier einfach nur mit dem Schraubendreher anziehe. Und deshalb drehe ich es hier einfach mit dem Schraubendreher fest. Das hat ja scheinbar vorher auch gehalten. Nicht, gar nicht mal so kurz. Das muss schon lange drin gewesen sein. Von daher sollte hier handfest reichen. Dichtflächen nochmal kontrollieren. Falls da Dreck ist, den wegwischen. Damit es zu 100% dicht sein wird. Weil es gibt doch nichts Ärgerlicheres als ein undichtes Getriebe oder einen undichten Motor. Gut für den Unterboden, weil man hat dann eine Konservierung, aber ekelhaft, wenn das Zeug da immer runter drauf. Muss nicht sein. Hier das Getriebe mit gerade mal 9 Newtonmeter festgezogen, von der Mitte nach außen. Und dann, da, dann sollte das dicht sein. Also einfach von der Mitte nach außen und über Kreuz. Dann zieht sich die Ölwanne gleichmäßig an und sollte auch dicht sein. Dann noch einmal eine Runde machen und kontrollieren, weil sich da durch die Dichtung natürlich einiges setzt. Dann kann der Wagen jetzt runter und dann kann ich den befüllen mit 4 bis 5 Liter Öl erstmal. Dann wird der Wagen angemacht und alle Gänge einmal durchgeschaltet. Jede Stufe für 5 Sekunden, damit die Kanäle sich füllen. Der Wagen ist jetzt unten. Es ist alles ausgetauscht. Dichtung, Filter, Schräubchen, alles ausgetauscht. Jetzt ziehen wir hier den Ölpeilstab raus, legen den irgendwo hin, wo es sauber ist. Und dann füllen wir hier Öl rein. Erstmal 4 bis 5 Liter. Ich fülle einfach direkt 5 Liter rein. Mehr kann man erstmal nicht reinfüllen, weil man hat leere Schieberkästen und Ventile und so weiter. Und dann würde das einfach nur rauslaufen oder was. Deshalb macht man eine kleine Menge. Startet den Wagen dann, also 4-5 Liter, startet den Wagen dann, schaltet einmal P, also startet in P, schaltet von P in alle anderen Gänge. Ich habe den jetzt auf der Hebebühne hier, aber ihr könnt einfach dabei die Bremse gedrückt halten und jeden Gang, den ihr einlegt, müsst ihr so um die 5 Sekunden drin halten. Dann füllen sich die Kanäle, die Schieber, die Ventile mit Getriebeöl und dann guckt man nachher nochmal, wenn es warm ist, wie der Füllstand hier ist zwischendurch und kippt gegebenenfalls,
ein bisschen Getriebeöl nach. Aber immer nur ein bisschen, weil wenn wir zu viel drin haben, funktioniert das Getriebe nicht mehr so gut. Übrigens, danke Philipp für deinen Trichter. Ich habe keinen gefunden und habe mir deinen stibitzt. Kriegst du natürlich sauber wieder. Aber passt irgendwie perfekt in so ein Mercedes-Getriebeöl-Einfüllstutzen. Ich denke mir mal, dass das vor allem auch dafür konstruiert wurde, das Ding. So. Ja. Da höre ich irgendwas. Oh oh. Das hört sich nicht gut an. Das hört sich an, als ob da irgendwas überläuft. Wo kommt das denn her? Wieso läuft denn da unten Öl aus? Nee. Ich habe jetzt gerade das übelste Chaos gehabt. Ich habe die 5 Liter reingefüllt und plötzlich läuft das Öl unten aus dem Getriebe raus. Zwischen, ja, Ölwanne und Getriebe. Warum? Die Dichtung ist undicht oder die passt halt nicht. Die ist zu klein. Die hat sich da über die Kante gewölbt. Da musste ich das Öl gerade ablassen. Der ganze Boden ist voller Öl. Dann habe ich das Öl abgelassen. Dann habe ich die Ölwanne nochmal sauber gemacht. Nochmal die Dichtung drauf gemacht. Übrigens, Maledichtung, ne? Maledichtung. Habe ich drauf gemacht und hier und da und überall gedrückt. Und immer wieder zieht sich hoch und die ist einfach zu klein. Die zieht sich nach innen, wenn man die festschraubt. Die ist einfach schlecht, die ist zu klein, die ist undicht. Jetzt habe ich die alte Manndichtung genommen und habe die angezogen und es ist dicht. Ich habe jetzt wieder die 5 Liter aufgefüllt. Alles wunderbar, klappt wieder. Astra. Jetzt wissen wir auf jeden Fall, dass wir uns keine Maledichtung holen. Ich dachte, Male ist Qualität. Ich dachte ernsthaft, Male ist Qualität. Malekolben sind auf jeden Fall so ziemlich das Beste oder mit das Beste, was man sich holen kann. Also das ist doch peinlich. Naja, gut, okay. Also, jetzt gehen wir wie folgt vor. Ich mache den Wagen an. Ich starte jetzt den Wagen. Der Wahlhebel ist auf P. Und jetzt werde ich einmal die Gassen durchspülen, damit überall Öl reinkommt. Ich halte den Fuß auf die Bremse. Ich halte den Fuß auf der Bremse währenddessen und warte jetzt immer so um die 5 Sekunden pro Gasse. Das mache ich jetzt einmal von oben nach unten und von unten nach oben. Und dann reicht es hoffentlich mit dem Durchspülen. Ich werde jetzt mal kurz gucken, was wir für einen Ölfüllstand haben. Den exakten Ölfüllstand kann man erst messen, wenn der Wagen warm ist, beziehungsweise das Getriebeöl warm ist. Dann schauen wir jetzt mal, welchen Ölfüllstand wir haben. Ja. Das wird auf jeden Fall noch nicht der richtige sein, weil ja erst 5 Liter drin sind. Leicht unter Minimum. Ja, kann noch ein Ticken. Ungefähr 300 Milliliter. Ich glaube, dann ist gut. Das sind 300 Milliliter und wir sind da ungefähr. Von daher 300 Milliliter, würde ich sagen. Okay, ich würde sagen, das reicht. Der Ölfüllstand stimmt jetzt erstmal grob. Lieber ein bisschen zu wenig als zu viel. Ich habe jetzt ungefähr 5,2, 5,3, 5,1 Liter, irgendwie sowas, um den Dreh reingekippt. Ich vermute, dass noch mehr rein muss, aber im Moment sah es nicht danach aus. Von daher warte ich erstmal,
ich mache jetzt hier Feierabend. Ich werde den Wagen noch mal die Tage Probe fahren und dann noch mal den Peitschstab hier ziehen und kontrollieren, ob es in der richtigen Höhe ist, und sonst fülle ich Öl nach. Und ich zeige euch jetzt noch mal ganz, ganz kurz, wie das Öl aussieht, das da drinne war. Das ist echt heftig. So sieht's aus, ne? Wie so ein Metalliclack, wenn ich hier drinnen rumrühre. Exakt wie ein Metalliclack. Bedeutet, viel Abrieb ist da drin. Ist schon ein bisschen älter, das Öl. Wird nicht mehr die Eigenschaften haben, die es haben soll. Von daher perfekt, dass wir das jetzt ausgetauscht haben. Wird sich höchstwahrscheinlich auch im Schalten bemerkbar machen, dass der Wagen dadurch besser schaltet, ne? Sieht schon geil aus, ne? Mit diesen wunderschönen Rührmetallic-Getriebeölbildern möchte ich mich von euch verabschieden. Ihr habt jetzt gesehen, wie man bei einem Mercedes zumindest, 124er, 202, 140er und so weiter, alle die mit dem 722-Getriebe, wie man da das Getriebeöl tauscht, den Wandler leer macht und so weiter. Würde eigentlich auch alles einfach funktionieren, wenn nicht immer irgendwelche Vorbesitzer schlecht gearbeitet haben, die Schrauben viel zu fest angezogen haben oder wenn man passende Dichtungen bekommt, die dann auch dicht sind. Nicht so wie ich von Male, die dann einfach undicht sind. Die alte Dichtung von Mann, die ist dicht. Die ist schon was weiß ich wie alt. Und ja, das spricht für sich, oder? Ich wünsche euch noch eine wunderschöne neue Woche. Das Video wird ja wohl am Montag wahrscheinlich rausgekommen sein, weil wir haben jetzt Sonntag früh. Und irgendwann muss ich auch pennen, habe die ganze Nacht hier durchgearbeitet. Und nächste Woche wird es was von dem Golf 1 Cabrio geben. Das braucht TÜV. Und da werde ich so ein paar Sachen machen. Bisschen Leistung rausquetschen mit einem einstellbaren Benzindruckregler, mit Manometer, mit Breitbandlambda. Stimme ich da so ein bisschen ab. Schauen wir mal, wie das wird, ob der rund läuft, ob der Power hat, ob der TÜV bekommt und so weiter. Bis zum nächsten Mal. Haut rein!